Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 23 der germanischen Mythologie. Und da schon sehr bald Weihnachten ist, geht es in diesem Video um das Julfest, das Mittwinterfest der Germanen. Jule, auch Jul oder Julfest genannt, wird noch heute in Skandinavien gefeiert. Heutzutage fällt Jul zwar funktional mit Weihnachten zusammen, doch es hat auch so einige eigene Traditionen. In diesem Video soll es aber nicht um die Jule-Traditionen der Moderne gehen, auch wenn diese durchaus ebenfalls sehr interessant sind, sondern um die Wurzeln dieses Fests, um Jul bei den Germanen. Jul, im Altnordischen auch Jol genannt, war eines der wichtigsten Feste der Germanen und war sehr weit verbreitet und wurde als Mittwinterfest auch schon von germanischen Stämmen außerhalb von Skandinavien gefeiert. Einer der ältesten Belege für Jul findet sich bei den Goten im 4. Jahrhundert mit dem Monatsnamen Fruma Julis für Dezember. Auch bei den Angelsachsen, die im 5. Jahrhundert bereits das europäische Festland verlassen hatten, war Jul bekannt, wie der Monatsname Gjul für die Zeit von Dezember bis Januar belegt. Da das Julfest also schon sehr lange ein Teil der germanischen Kultur war und von vielen verschiedenen Stämmen gefeiert wurde, gab es aber im Verlauf der Zeit und an verschiedenen Orten durchaus auch verschiedene Versionen dieses Festes. So ist es gar nicht so einfach überhaupt festzustellen, wann genau Jul eigentlich gefeiert wurde. Über die verschiedenen germanischen Stämme hinweg ergeben sich insgesamt Zeiträume von circa Mitte November bis Februar, an denen Jul jeweils stattfinden konnte. Da Jul aber auch als Mittwinterfest bezeichnet wurde, fand es je nach Stamm aber auf jeden Fall in der Winterzeit und meist zur dunkelsten Zeit um die Mitte des Winters herum statt. Und auch schon lange bevor das Christentum Einzug hielt und Jul mit Weihnachten verbunden wurde, war das Julfest der Germanen eine sehr religiöse Feier. Es war eines der wichtigsten Opferfeste des Jahres. Öffentliche und gemeinschaftliche Feste und Opferungen waren in der germanischen Kultur schon seit der Antike sehr wichtig. Solche Feste halfen, die Menschen zusammenzubringen und den Lauf des Jahres zu strukturieren. Und das gemeinschaftliche Opfer stellte sicher, dass die Götter den Menschen insgesamt gewogen waren und dem gesamten Stamm beistanden und nicht nur einzelnen Personen. Diesem Zweck diente auch das winterliche Opferfest Jul, bei dem es vor allem um Fruchtbarkeit und gute Ernte ging. Durch dieses Fest und das Opfer zu Jul baten die Germanen die Götter um ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. So heißt es im Gulathingslög, einem alten norwegischen Gesetzestext, der bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht, dass Jul für ein fruchtbares und friedliches Jahr gefeiert wurde. Obwohl also der Fokus von Jul auf Frieden und Fruchtbarkeit zu liegen scheint, stand aber primär kein Fruchtbarkeitsgott wie Frey im Zentrum dieses Festes, sondern Odin. Warum aber wird ausgerechnet der Allvater, ein Gott, der neben einigen anderen Dingen vor allem ein Gott des Todes und des Krieges ist, mit einem Opferfest verbunden, bei dem es vor allem um eine Bitte für Fruchtbarkeit und Frieden geht? Die Antwort darauf ist letztlich nicht ganz klar, doch es könnte mit dem Zeitpunkt von Jul zusammenhängen. Das Fest fand meist im tiefen Winter statt, eine dunkle und unheimliche Zeit. Eine Zeit, in der Wiedergänger verstärkt auftreten und vor allem auch eine Zeit, in der die wilde Jagd durchs Land und über den Himmel zieht. Die wilde Jagd, oft auch das wilde Heer genannt, ist eine Vorstellung eines Heeres aus Geistern, die in den kalten Winternächten umgehen und meistens von Stürmen begleitet werden. Diese Vorstellung war ebenfalls bei fast allen germanischen Stämmen vertreten und auch heute noch ist die wilde Jagd oder das wilde Heer in weiten Teilen Europas als Teil von Märchen und Sagen bekannt. Und die wilde Jagd ist vor allem auch ganz besonders stark mit Odin verbunden. Noch heute gilt Odin vor allem in Skandinavien als Anführer jenes mächtigen Geisterheeres, das daher auch oft als Odins Jagd bezeichnet wird. Odins wildes Heer wurde nun vor allem in späteren Jahrhunderten nach der Antike als Erscheinung vor allem in der Winterzeit angesiedelt. So könnte das Julfest deshalb so stark mit Odin verbunden sein, weil er als Totengott und Anführer des wilden Heeres so stark mit der Winterzeit in Verbindung gebracht wurde. Ob dies tatsächlich die Erklärung für Odins Verbindung zu Jul ist oder ob es noch andere Gründe hatte, warum die Germanen gerade den Allvater mit ihrem winterlichen Opferfest verbanden, bleibt aber bislang ungeklärt. Fest steht aber, dass Odin der Gott des Julfestes ist. Einmal mehr wird dies auch durch einen weiteren der unzähligen Beinamen von Odin belegt. So wird Odin auch als Jolnir bezeichnet und wurde an Jul verehrt. Jul war also ein Opferfest der Germanen im Winter für Frieden und Fruchtbarkeit im kommenden Jahr und ein Fest zu Ehren von Odin, dem Jolnir. Wie aber feierten die Germanen dieses Fest? Dazu gibt es leider nur recht wenige Quellen, die uns aber dennoch einen Einblick in das Julfest der Germanen geben.
Snorri stellt Jule als ein großes Gemeinschaftsfest dar, bei dem alle zusammenkommen, und in den nordischen Sagen wird ganz besonders der Begriff des Jule-Trinkens mit dem Fest verbunden und praktisch synonym dazu verwendet. Dieser Begriff des Jule-Trinkens lässt darauf schließen, dass ein wichtiger Teil von Jule ein Trinkgelage gewesen sein könnte, sowie ein Trankopfer an die Götter. Bei dieser Form der Opferung wird ein Becher, meistens Wein, vielleicht aber auch Bier oder Met, für die Götter entweder zeremoniell vergossen oder im Namen der Götter getrunken. Ein Beispiel dafür liefert uns auch wieder Snorri, der in der Saga von Hakon dem Guten ein Julfest beschreibt. Hier heißt es, dass für das große Julfest alle Leute zusammenkamen und Essen und Trinken und vor allem auch viele Opfertiere mitbrachten. Diese Tiere, darunter auch Pferde, wurden für die Götter geopfert und für das Festmahl zubereitet, während das Blut der Tiere an den Altären für die Götter dargebracht wurde. Und beim Festmahl wurde dann ein Trinkbecher umhergereicht. In Snorris Erzählung wird daraus Bier getrunken, und zwar dreimal. Zuerst trank man für Odin den Odinsbecher, für den Sieg und die Herrschaft des Königs. Und dann folgten jeweils ein Becher für Frey und für Njörd, für ein friedliches und fruchtbares Jahr. Darüber hinaus heißt es, dass manche zusätzlich noch einen vierten Becher tranken, der als Bragi-Becher bezeichnet wurde. Dieser nach Bragi, dem Gott der Dichtkunst und der Rede benannte Becher, sollte eben diese Künste verleihen. Und von manchen wurde zusätzlich noch ein fünfter Becher als Gedächtnisbecher für verstorbene Verwandte geleert. Diese Beschreibung von Jule bei Snorri stellt auch die gesellschaftliche Bedeutung des gemeinschaftlichen Festes dar. Es wurde als essentiell gesehen, um im folgenden Jahr für Frieden und Erfolg zu sorgen, und es war sehr wichtig, dass jeder daran teilnahm. Wie weit man nun dieser Beschreibung von Snorri glauben darf, ist schwer zu sagen. Immerhin fanden die Ereignisse in der Saga von Hakon dem Guten 300 Jahre vor Snorris Zeit statt, und wir wissen nicht, ob Snorri ein realistisches Julfest darstellte oder nicht. Dennoch aber bietet uns Snorri vielleicht eine ganz gute Repräsentation, wie man sich Jul bei den Germanen vorzustellen hat. Als ein Festtag, bei dem für die Götter geopfert und gefeiert und ganz besonders getrunken wurde. Darüber hinaus bleibt es aber schwer zu sagen, wie andere Stämme der Germanen und vor allem auch die Germanen der Antike Jul genau feierten. Und seit der Zeit von Snorri machte Jul auf jeden Fall auch noch weitere Veränderungen durch. Vor allem wuchs es mehr und mehr mit dem christlichen Weihnachten zusammen. Der Ausgangspunkt für diese Entwicklung scheint ebenfalls Hakon der Gute zu sein. Gemäß seiner Saga soll dieser norwegische König aus dem 10. Jahrhundert das Gesetz erlassen haben, dass die Heiden das Julfest am gleichen Tag feiern sollen wie die Christen Weihnachten. Dies war Teil von Hakons Bemühungen, die Norweger zu christianisieren. Aber trotz des christlichen Einflusses blieb der Name Jul und Teile dieses Festes erhalten, und auch noch heute wird in Skandinavien an Weihnachten auch Jule gefeiert. Dabei ergaben sich im Brauchtum Skandinaviens auch sehr viele neue Traditionen wie der Julblock, das Julfeuer oder das Julsingen. Viele dieser Traditionen könnten auch aus älteren germanischen Bräuchen rund um Jul entstanden sein. Leider sind die uns zugänglichen Quellen zum Julfest und wie die Germanen es wirklich feierten am Ende aber recht limitiert. Doch wenn man bedenkt, wie viele eigene Traditionen das moderne Jule noch hat, möchte man meinen, dass wenigstens einige davon vielleicht doch aus den Bräuchen der alten Germanen erwachsen sind. Auf jeden Fall zeigen sie aber zumindest, dass Jul für die Germanen ein sehr wichtiges Fest gewesen war. Und ganz besonders auch in der heutigen Zeit erinnern sich viele Menschen noch daran, dass Jul seit jeher auch ein Tag für Odin war. Sowie ein Tag, an dem die Germanen um Fruchtbarkeit und Frieden im neuen Jahr baten. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und euch allen ein schönes Jule oder Weihnachten oder beides.